Moin moin meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal. Und zwar Kona. Man kann sagen Survival-Horror-Spiel mit Spannung. Das wollte ich schon immer mal spielen, bin aber nie zugekommen. Ich wollte es eigentlich letztes Jahr schon spielen, aber bin nicht zugekommen. Jetzt war es im Sale für 6,99 glaube ich. Dachte ich, schnapp ich mal zu und zeige euch das mal. Keine Ahnung, wie es ist. Starten wir mal. Spiel oder Option? Geh auf die Option. Ich mache die Musik mal ein bisschen leiser hier. Die Musik ist zwar gut, aber... So. So geht's runter auf 60. Ist doch gut. Effekte machen auch ein bisschen runter. Sprache der Sprache ist gar keine. Was gibt's denn noch? Französisch? Englisch oder Französisch? Englisch oder Französisch? Ja. Sag mal mit dem Englisch, ne? So, Sprache der Titel sind Deutsch, Untertitel sind aktiviert. Besser kann es doch nicht laufen. So, übernehmen. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zurück. Was meine Grafik? Kann man Optionen einstellen? Für die Switch? Oh Mann. Ja, das Sichtfeld. Vergrößern und so. Gut, das ist nicht so wichtig. Wir fangen mal an. Den Slot nehmen wir. Lädt. Bin ein bisschen gespannt. Ich habe nicht so viel über das Spiel gelesen, aber es sah so interessant immer aus. Und ja. Irgendwie bin ich ein bisschen gespannt. Wenn es gerade knistert, bin ich das, der gerade, kein Witz, meine Capri-Sonne aufmacht. Safari. Schmeckt gar nicht mal so schlecht. Kann ich nur empfehlen. Wer Lust darauf hat, sollte sich das mal besorgen. Schmeckt ganz gut. So, man lädt aber lange, aber das lange lädt, wird endlich gut. Okay. Nord-Quebec. Ah, okay, spielt in Kanada. 1970. Carl Fulbert sought information for a living. That is to say that ever since he returned from Korea, after having served with the armed forces, he had been working as a private investigator in Montreal. William Hamilton, a rich industrialist, had gotten in touch with him regarding a simple vandalism issue. Nothing to write home about. Not worth hiring a private eye either, just so he can drive for hours on rough roads. But that's how it had always been. The client pays, Carl gets it done. Ah, guck mal, kann selber fahren, okay. Gas geben. Rückwärts? Immer vorwärts fahren. Okay, fahren wir mal. They had set up to meet at the general store, his client's business. Well, actually, the entire village had William Hamilton's name written all over it. Na, gucken wir uns das mal an. Vandalismus. Und wir sind Privatdetektiv und sollen uns das Ganze mal anschauen. Machen wir doch glatt. When the roads were bad, muddy or snowed in, it was customary around these parts to close them off. Okay. But it was also customary to ignore those signs entirely and drive there anyway. Also, wir könnten theoretisch einfach weiterfahren, oder was? Gehen wir mal dahin und machen die Absperre mal hoch, wenn er sagt, dass es normal ist, dass irgendwie... Wollen die aufmachen? Ja. Schloss aufbrechen. Still not a soul in sight. There was no point in waiting any longer. Carl had to figure this one out by himself. Okay, also wir brauchen wahrscheinlich irgendwie ein Werkzeug dafür. Haben wir da ein Tool? Hm, und Inventar. Sieht auch nicht danach aus. Verbrauchsgüter? Hm. Nee. Okay, also aufbrechen kann ich es nicht einfach so. Muss ich mal gucken. Hamilton never mentioned a roadblocking barrier. Okay. Why was it needed here in the back of beyond? Im Auto? That would, however, be a mystery for another day. Carl had waited long enough for someone to come in. Nehmen? Haben wir denn da so? Anzünder. Okay, viele haben wir nicht Anzünder gefunden. Also irgendwie müssen wir sie aufkriegen. Vielleicht da an der Hütte ist da vielleicht irgendwas? Schauen wir nach. Dann fahren wir einfach durch. Mal reingehen kurz. Mal irgendwo reingehen. Ja. Ein Telefon. Das ist eine Karte. Nehmen wir die mal mit. Flugblatt.
Es wird fantastisch. Okay, gehen wir uns nachher mal durch. Hamilton no doubt knew who managed the barrier. Carl wanted to give him a call, but that would have been too easy though, as sure enough the line was acting up. Okay. Geht auch nicht, dann gehen wir da raus. Aber mehr liegt ja auch nicht auf dem Boden oder so, ne? Nee, also wir müssen irgendwie dieses Schloss knacken. Aber wie ist die Frage? Hier mit dem Stein hier? Kann ich ihn nehmen. Weil hier steht ja, dass ich also irgendeine Zange oder so brauche ich, ne? Gucken wir da hinten beim Turm mal. Da habe ich hier in meinem Auto noch eine Zange. Ich glaube nicht. Da kann man schon ranzoomen. Ich werde jetzt nicht behaupten, dass das Spiel mega flüssig läuft. Das tut es garantiert nicht. Aber wir schauen mal. Treppen geht ja zumindest sehr flink hoch. Ah, hier ist eine Werkzeugkiste vielleicht. Schau es an. Nehmen wir alles mit. Ein paar Anzünder. Wahrscheinlich sind wir so ein bisschen so ein paar Pyromanen. Wir gehen mal runter und schauen mal. Jetzt haben wir die Zange. Jetzt müssen wir dieses Schloss hier aufknacken können. Können wir schneller gehen? Das laufen, okay. Ja. Also, ein schöner Chevrolet, den ich erfahre. Black Atami Pack. So. Jetzt aber. Hamilton is waiting for Carl in the general store. It was time for him to get down to business. Sauber. Warum er die gesperrt ist, vielleicht ist sie gesperrt. Jetzt krachen wir gleich mit dem Wagen runter. Kann nicht sein. Das ist sein. William Hamilton enjoyed a lavish country house built in the very heart of the northern forests. Not too far from here. The local populace was divided when it came to the affluent man. Some saw a wealthy philanthropist dedicated to improving the region's economy. Others an aging Englishman who would do anything to further his fortunes. And those ones hated him enough to go on about scheming against him. Okay, er scheint nicht so beliebt zu sein, Hamilton, als Klient. Had recently acquired a few local businesses. But the last straw was the reopening of a mine, which gave rise to a wave of protests and threats from the Cree people. Given these circumstances, Carl reckoned that a good number of people must be feeling compelled to oppose Hamilton in one way or another. So far, only the industrialist's house had been a target, but soon enough, Carl thought, the target would become the man himself. Oh. Das war nicht ich. Ich habe aufgepasst. Das ist einfach so passiert. Na nü? Keine Ahnung, was da passiert ist. Merkwürdig zumindest. Ein paar Stunden später. War ich schon im Krankenhaus auf? Nee. Carl needed to get out of there. The cold and the pain required urgent care. Ja, was ist ein anderer Wagen? Ist der Typ tot, der Mann, aber... Schau mal nach. Kona. Wie geht jetzt los? Spiel, würde ich sagen. Wir gehen jetzt noch zum anderen Auto. Gucken wir, was mit denen ist. Er hat auf jeden Fall die Brücke zerstört. The driver had taken off. It was still best to check it out and leave nothing to chance. Carl needed help. It was a small, locked box engraved with the letters WH. Carl thought about taking it. Nothing was to be left to chance. Ein Bild. Isabelle. Okay. Da war ein Kofferraum drin. Medikit. It was so cold,
Already Carl did not feel his toes anymore. So kalt ist das? Wie schlecht. This deep in the country, his last hope was to find an abandoned garage or a farm by the roadside. His life depended. Wir haben keine Ketten zu montieren, oder? Nicht so neben hier, okay. Also, wir müssen da irgendwie weiterkommen. Aber hier nicht. Eine Werkstatt? Wo ist denn hier eine Werkstatt, bitte? Hier sehen wir so ein Holzplateau. Rennen wir da mal hin. Der Stress ist nicht schlechter. Oh, ich merke schon, dass ich ein bisschen müde werde. Gehen wir hier mal rein. So. Wärmequellen. Hier liegen auf jeden Fall ein paar Ketten. Even better than he had hoped, Carl Faubert had succeeded once more and was now on his way to new adventures. Mal den Ofen mal anschmeißen. Ja, genau, das machen wir mal. Uns fehlt irgendwas. Was fehlt uns denn da? Feuer machen. Wir haben alles da, außer das Ding in der Mitte. Uns fehlt Holz. Okay, draußen gibt es doch bestimmt Holz. Gucken wir mal nach. Hier irgendwo ein Holz liegen? More materials were needed to stir up the flames. Hier, wo kriegen wir Holz her? Was ist das für ein Schuppen, der kein Holz hat? Geh mal hier hoch. Guck mal oben. Vom Boot abreißen da unten, da ist ja auch noch Holz gewesen. Gleich mal. Uah. Scheint aber auf jeden Fall nicht warm zu sein. Cold turned into pain. Carl needed to find someplace warm. Ja, ich weiß, ich bin auch gleich tot, glaube ich. Aber wo krieg ich denn jetzt Holz her, Junge? Was vom. Kann man da was abreißen von? Vom Boot hier? Scheint nicht. Da ist doch Holz, ich Depp. Direkt vor mir. Idiot. Warte, nehmen wir noch ein Stück Holz hier. So, gehen wir rein hier. Und zum Ofen ein bisschen Wärme machen. Noch sterben. Da gucken wir mal. Speichert auf jeden Fall schon mal. Und die Temperatur geht hoch, wie man da oben sieht. Die Wärme macht uns wieder fit. Unser Gehirn kann auch wieder arbeiten. Wir warten mal, bis es ganz oben ist. So. Und jetzt zum Auto wieder. Denn wir haben ja die Schneeketten gefunden. Vielleicht können wir die drauf montieren und dann mit dem Wagen wegfahren. Machen wir es mal. Achso, okay. Müssen die Wunden noch verarzten? Das machen wir auch. Dann gehen wir nochmal schnell in die Hütte rein. Was haben wir gedacht? Müssen wir die Wunden mal verarzten? Ah, es ist schon so ein bisschen Überleben und Spiel, weil sonst stirbt man ja vielleicht. So, ist der Ofen noch an oder ist er schon aus? Ah, läuft noch, okay. Also gucken wir mal nach bei uns. So, Notizbuch. Inventar. Nee, nicht Inventar. Verbrauchsgüter. Huch. Verbrauchsgüter. Da. Nee. Verbrauchsgüter. Okay, aber jetzt haben wir uns ja verarztet, müssen wir eigentlich wieder fit sein, ne? Okay. Jetzt müsst ihr doch eigentlich wieder das schaffen. Okay, die Wärme, die geht ein bisschen in die Knochen. Aber trotzdem sollte er ja wieder Auto fahren können. So. Rückwärts. Okay. Und vorwärts.
aufpassen, wo wir hinfahren. Ich sehe hier. Irgendwie sieht man hier so gut wie gar nichts. Aber alles weiß. Now wasn't a good time to wander about. Hamilton was still out there. Ah ja, ich sehe fast gar nichts hier. Ist ja auch mal echt neblig und auch schneeig, ne? Muss man ja mal sagen. Aber wo? Da sind wir in der Manastan-Region. Spread out on a few acres of untouched forest, bellowing caribou, everlasting snow and undefiled lakes. The Manastan region was no tourist hub. It was said to have been populated for millennia by Cree people and ever since the industrial era by the metal mining industry. Okay. Brauchen wir nicht noch einen Unfall, das wäre sehr fatal und auch unpraktisch. The truck was running on fumes. Good thing that the general store was close by. Wo ist denn der Gemischtwarenladen? Huch. Da lädt er mitten in der Fahrt, das ist ja auch super. Und das hätte man auch anders optimieren können, oder? Die Grafik ist ein bisschen Mischmasch, ne? Ich mir irgendwie spannender vorgestellt. Also von der Grafik her, das Spiel selber an sich finde ich ganz interessant gerade. Wow, rechts. Oder die Karte raus, habt ihr es gesehen? Gut zu wissen. Das ist der gemischte Warenladen, okay. Und tanken können wir ja auch. So, müssen wir noch ein bisschen tanken vielleicht. The pumps wouldn't surrender their divine nectar so easily. In all likelihood, they had to be switched on from inside the store. Achso, okay, dann gehen wir erstmal rein. Fragen wir mal. Oh! Carl had no trouble recognizing his employer. He had been killed. There was no need to be a detective to figure that out. But only a detective could have noticed that the killer had to have been very close. That the fatal blow had been given before the victim even realized. Cool, mit Kameras, Fotos machen. Ach cool, eine Oldschool-Kamera. Okay. Sehr gut, Bild behalten. Carl felt a chill down his spine and had a terrifying realization. If Hamilton was dead, then who was going to pay him? Das ist deine einzige Sorge? What could be inside that envelope? Carl was taken aback. He knew this address. It was said to be the address of the P.O. box for the Canadian Secret Service. Oh. Lesen wir mal. Mr. John Wall, okay. Wie weit dürfen wir hier nicht durchgehen? Na gut, wir schalten erstmal unser Benzinscheiß an, damit wir hier vielleicht auch. An explosion suddenly occurred outside. Oh Gott, wie macht man die Kasse auf? Ah, es gibt bestimmt einen Code dafür. Wir müssen erstmal finden. Na gut. Wissen wir nicht, was steht da? Carl knew that Gilles Lachance was in charge of the general store. That made him one of Hamilton's employees. A very angry employee, as Carl could plainly see. Wissen Sie was, Hamilton? Ich habe ein Kratzen im Hals. Und wenn man ein Kratzen im Hals hat, geht man lieber kein Risiko ein und bleibt der Arbeit fern. Man könnte die Kunden anstecken, nicht wahr? Ich weiß Bescheid. Keine Sorge, ich hole mir einen Test vom Doktor, zu dem ich jetzt gleich gehen werde. Leider muss in dieser Zeit der Laden geschlossen bleiben, außer natürlich, Sie möchten für mich einspringen. Aber ich muss Ihnen ja keine Tipps geben, denn Sie wissen ja, wie der Laden läuft. Schließlich gehört er Ihnen. Huch, dann ist voll Backo. So. Okay. Schalten wir mal ein. Muss ich einschalten? Doch. Sieht nichts. Hier drin gibt es keinen Strom mehr, würde ich sagen. Deswegen kann ich sie einschalten. Okay. Hm.
ausschalten. Strom vom Generator. The note explained that the garage and the store couldn't be supplied with electricity at the same time. Okay. Funktioniert aber immer noch nicht. Die Garage ist aber aus, aber hier geht es irgendwie trotzdem nicht. Kann trotzdem nichts drücken, dann müssen wir gleich mal in die Garage gehen. Hier geht nicht. Ein bisschen Tape kann man immer gebrauchen, was da noch? According to that log, it seemed like the whole village owed some money to the general store. Carl was far more interested in the bunch of nearby addresses he had just gotten his hands on, though. Okay. Werkstattschlüssel, den brauchen wir auf jeden Fall. Nichts drin. Nichts drin. Okay. Ja gut, dann gehen wir erstmal hier raus. Da brauchen wir wirklich eine Lampe oder so. Haben wir eine Lampe dabei? Ja, haben wir. Warte mal. Hier. Da. Mal Zettel rum. Eine Sekretärin wäre hier Gold wert. Dienstleiter für Kasse. Okay. Zum Öffnen der Kasse. Preis angeben. Mindestens 2 Ziffern. Zähltest drücken. Kurbel 2 mal drehen. Auf das Gerät schlagen, wenn es nicht öffnet. Gut zu wissen. Können wir die Kasse gleich mal aufmachen. Was andere? Ja, okay. Pass auf. Wir gehen da mal hin. Taschenlampe aus. Brauchen wir glaube ich hier nicht. Versuchen es mal mit der Kasse. Eins. Zwei. Yes, und da ist auch noch Schlüssel. Briefkassenschlüssel. Das Geld können wir nicht nehmen, das ist ja komisch. So, wir müssen auf jeden Fall den Strom erstmal in Gang bekommen. Wo geht's denn hier raus? Maintaining his composure, Carl recalled something from his military training. Wolves always stay away from populated areas. Wait, was it about bears? Carl was used to strange phenomena, but a chunk of ice like this, as if an iceberg came out of the ground, that was a first. Komisch. Gut, nehmen wir mit. Hier ist der Generator. Kann man ihn anwerfen? The Polaroid, Carl's long-standing and faithful ally, had seen a share of husbands caught red-handed cheating. There's always something out there waiting to be snapped away. Hier funktioniert irgendwie gerade gar nichts. Wenn mein Wagen da draußen läuft. Mal hier. Das ist die Werkstatt? Mal da mal rein. Schlüssel haben wir jetzt ja genug. Müsste auf jeden Fall ja einer passen. Suchen. Sauberster Bereich hier. Ja. Wir haben alles mit, was wir gebrauchen können, oder? Hoffentlich können wir auch so viel tragen. Das heißt auch, sie können nicht mehr viel tragen. Ein Radio. Und gleich ein Netter mit Musik. The crowbar was stuck under the lift. Notwithstanding Carl's imposing stature, Carlifting wasn't part of his skill set yet. Ah. Ich sehe nicht so viel weiter gerade hier. Also. So ein paar Sachen haben wir jetzt nicht so viel gefunden hier. Den können wir nicht hochheben. Tür können wir auch nicht aufmachen. Benzin steht hier auch nicht. Können wir uns dahin?
natürlich noch nicht benutzt, ne? Pumps wouldn't surrender their divine nectar so easily. In all likelihood, they had to be switched on from inside the store. A milkman had to drive by every week to fill the bottles. The fresh milk indicated a recent visit. So, einen Schlüssel haben wir auf jeden Fall hierfür bekommen. The murder weapon. What was that doing there, Carl wondered. Hamilton must have been determined to keep some information secret to post this key. Shame he got unlucky. Everything made sense now. Poor Hamilton's denunciation was interrupted, and he figured it would be best to lock everything up and send the key to his correspondent, who would receive the box later on. Clever, but not enough. That's what happens to ordinary people playing spy. Okay. Als Untertan Ihrer Majestät und Mitglied der Freien Wirtschaftskammern der Welt habe ich die Pflicht, das Folgende den zuständigen Behörden mitzuteilen. Schlimme Dinge gehen hier vor sich. Ich muss mich kurz fassen, aber ich bitte mein Land um sofortige Hilfe. Denn ich glaube, die Freie Welt ist in große Gefahr. Okay. Die Waffe haben wir und mehr aufschließen können wir auch nicht. Problem ist, dass wir immer noch nicht den Strom anbekommen haben. Warum nicht? Guck mal da hinten hin, was ist da denn drin? Ist das eine Toilette? Yes. Ein Plumpsklo. Wunderbar. Muss ich auch was wenig einfrieren hier. Wenn wir ein Stück Holz mit hier. Noch eins. Noch eins. Hier sind wir wieder Spuren. Also das funktioniert alles nicht hier. Müssen wir da mal reingehen? Was ist da hinten denn? Mal kurz mal hingehen. An der Seite vielleicht. Untersuchen? Was für ein Durcheinander. Achso. Er wird da was Wichtiges sehen. A radiator without power is as good as a wood stove without logs. Okay, jetzt müssen wir irgendwas überlegen, wie wir Strom hier reinbekommen. Dann pass auf, dann stellen wir das ganze Ding mal auf Generator. Und versuchen den Generator jetzt draußen in Gang zu bekommen, wenn das geht. Ich weiß nicht, ob das klappt. Carl, ever diligent in his work, always carried his log on him, in which he scribbled down thoughts and leads alike during the course of his investigations. Okay, also ein Fall von Lismus. Verabredung. Das ist unser Notizbuch natürlich super. Oh, ja, brauchen wir jetzt auch nicht. So, Generator reparieren. Das kriegen wir hin. Cool. Einschalten. It was so cold. Already Carl did not feel his toes anymore. Ja, pass auf. Haben wir ja. Haben wir wieder Strom? Die Garage hat jetzt keinen Strom, das macht ja auch nichts. Die machen wir gleich mal an, wenn wir uns aufgewärmt haben. Hier geht es schon mal wieder alles höher, das ist schon mal gut. Wir können also Zapfsäule mal anmachen. Jetzt ja auch gehen. So, was ist hier? Leiter bewegen. Na, super. Musik. Die kaputte Uhr. Nett. Ah. Also, ich glaube, wir gehen mal schnell tanken. So. Hier links. Eieiei, das waren bestimmt 1,2 Liter, die reingehen. Straight away, where to find the infuriated Gilles Lachance. Any good investigation would have to start there. Ja, okay, das stimmt schon, aber wir werden noch einmal den Strom auf die Garage lenken. Das gleich mal aufwärmen. Um dann auch diese Hebelbühne dazu benutzen. Denn, so viel wir mitbekommen haben, funktioniert die ja nur,
Wohnt hier der Strom nur in der Garage, wenn der andere ausgeschaltet ist? Nein. Auf jeden Fall, dass schon wieder Strom läuft. Das Licht an. Was denn? Sehr gut. The crowbar was stuck under the lift. Notwithstanding Carl's imposing stature, car lifting wasn't part of his skill set yet. Was kriegen wir das Ding? At long last, the crowbar was within Carl's grasp. Sehr gut. Surely it would come in handy at some point. Kann man denn damit hauen? Okay, so, an der rechten Taste. Sehr gut. Ja, lass uns mal zum Wagen gehen. Und dann, glaube ich, war es das auch hier. Und fahren wir direkt weiter. Und besuchen mal diesen Jill-Typen da. Hier rum. Denn der scheint ja irgendwie seine Finger eventuell im Spiel zu haben mit dem Tod von unserem Auftraggeber. Ups. Andere wäre kürzer gewesen. Und nicht so gefroren, aber jetzt ist es zu spät. So, steigen wir mal ein. So. Ja, das war der Auftakt des Spiels. Falls es euch gefallen hat, sagt mal Bescheid, schreibt es in die Kommentare. Und ja, sonst spielen wir es weiter. Ich finde es sehr spannend bis jetzt. Aber das könnt ihr mir ja mal sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.